Willkommen zurück zu SFS Tutorial und willkommen zurück zum letzten Teil hier in der Planet Edit Serie. Das ist der letzte Teil hier in den Dateien. Danach werden wir anfangen mit den Texturen und danach werden wir dann ein kleines Sonnensystem erstellen. Post-Processing, das ist die Nachbearbeitung des Bildes, was man dann theoretisch am Ende sieht. Und ihr seht, das sind eine Handvoll an Einstellungen, die man hier verändern kann. Und die verändern vor allem das Visuelle, also es hat keinen physischen Einfluss oder so. Und ihr könnt praktisch unendlich viele davon haben. Wir gehen mal hier zur Erde. Und wenn wir hier weiter nach unten gehen, Post-Processing, ihr seht, da haben wir 1, 2, 3, 4 und 5. Also hier hat das Ganze 5 Stück, ist natürlich eine ganz schöne Menge. Mars zum Beispiel hat nur 4. Also ihr könnt praktisch so viele da reinmachen, wie ihr wollt. Jedenfalls haben wir hier die paar Einstellungen, wie schon gesagt. Als allererstes kommt die Höhe. Das definiert quasi den Ort, wo eben diese Einstellungen zutreffen. Falls ihr zwei verschiedene Einstellungen habt an derselben Höhe, kann was passieren. Ja, also es könnte kaputt gehen. Lasst ein bisschen Platz dazwischen. Ihr seht, hier startet es bei 0, 7000, 25000, 40 und 50000. Dann Shadow Intensity, das ist bei 1,35. Das ist eben die Schattenintensität oder Stärke. Und diesmal an der Rakete, da hatten wir es. Shadow Intensity, Zeile 64, das ist die Intensität, Stärke der Schatten an der Oberfläche. Und das hier betrifft jetzt das an der Rakete. Und ist eigentlich selbsterklärend, wenn ihr es auf eine ganz hohe Zahl setzt, dann habt ihr eben sehr starke Schatten. Wenn ihr es beispielsweise auf 0 setzt, habt ihr praktisch keinen Schatten. Star Intensity, das ist die Intensität, Stärke der Sterne. Und ist so ein bisschen ein merkwürdiges. Hier haben wir Erde, da haben wir Star Intensity 0, 0, 0, 0 und da haben wir plötzlich 1. Was ein bisschen merkwürdig ist, ich hätte es vielleicht schon bei 25000 auf 1 gesetzt, weil so erscheinen die dann plötzlich aus dem Nichts, wenn man schon längst im Weltraum ist. Jedenfalls ist das einfach nur, wie stark ihr die Sterne sehen könnt. Kommt natürlich auch auf eure Atmosphäre an, wie deutlich die Textur da ist. Hue Shift, ja, das ist wahrscheinlich das Interessanteste von allen. Also es ist einfach die Farbverschiebung. Man kann einen Haufen witziger Dinge machen. Unter anderem wahrscheinlich das bekannteste und beliebteste unter den ganzen Sachen, die Triebwerkflammen zu verfärben. Und dann haben wir die Saturation, die Sättigung. Das ist einfach die Stärke, wie stark eben die Farben da sind. Ja. Dann Contrast, das ist einfach nur der Kontrast zwischen hellen und dunklen Farben. Dann Red, Green und Blue. Könnt ihr wieder einzeln einstellen, ähnlich wie Hue Shift, ähnlich wie hier oben. Könnt ihr das dann einzeln einstellen, in welche Richtung ihr das verschoben haben wollt. So, das war's praktisch. Das war's mit der Folge. 5 Minuten, tschüss Leute, nein, Spaß. Ich will euch natürlich noch ein paar Sachen zeigen. Ich werde hier so ein paar Sachen verändern. Und vor allem das mit dem weichen Schatten oder praktisch keinen Schatten würde ich euch auch gerne nochmal zeigen. Also bis gleich. So, da haben wir es. Also ihr seht, Shadow Intensity ist auf 0,1. Und wenn wir jetzt mal rüber gehen ins Spiel und dann natürlich die Welt neu laden, das müsst ihr immer, dann starten wir das Ganze. Und ihr seht, wir haben sehr, sehr weiche Schatten. Wir haben praktisch keine. Wenn wir jetzt das Ganze mal starten, ein bisschen hochfliegen lassen, dann sollte es auch gleich kommen. Könnt ihr jetzt eine Weile dann. Seht ihr auch schon, der Schatten nimmt wieder zu. Und zwar liegt das daran, dass wir nur das Unterste geändert haben. Also gehen wir wieder zurück. Also wir haben hier Shadow Intensity auf 0,1. Dann gehen wir mal hier hin und machen das auch mal auf 0,1. Und dann starten wir wieder. Einfach immer wieder zum Hauptmenü gehen und wieder neu ins Spiel reingehen. Jetzt seht ihr, ist das wieder ziemlich weich geworden.
Und je weiter wir jetzt nach oben fliegen, desto stärker wird das wieder. Und ich denke mal, ihr wisst, worum es jetzt geht. Ihr müsst es einfach alles ändern. Also hier unten bei 25.000 Metern, dann ändert ihr das wieder auf 0,1 oder vielleicht auch auf 0,0, wenn ihr gar keine Schatten wollt. Aber ich persönlich finde, das sieht dann hässlich aus. Und dann wiederholt ihr das hier. Könnt ihr auch schreiben, aber ich glaube, das bringt euch nicht so viel. Immer auch ein Komma dahinter packen, sonst klappt das nicht. Und dann natürlich speichern. Dann gehen wir wieder rüber. Und dann machen wir Spiel fortsetzen. Dann seht ihr, die Schatten sind wieder extrem weich. Und dann fliegen wir mal noch ein bisschen weiter. So, und jetzt haben wir es gerade geschafft. Wir werden jetzt die Erdumlaufbahn verlassen auf eine Sonnenbahn, auf einer Bahn um die Sonne herum. Dann spulen wir mal vor, und zwar kurz davor, wo wir den Einflussbereich der Erde verlassen. Und ich würde mal sagen, das passt so. Jetzt gehen wir hier rüber und beschleunigen wieder. Und bam. Ihr seht, wir sind wieder zurück mit den einfachen alten Texturen. Also gehen wir wieder rüber. Und was machen wir jetzt? Ja, wir müssen zur Sonne. Also suchen wir uns hier unten die Sonne. Und die Sonne hat kein Post-Processing. Das ist nicht schlimm. Ganz einfach. Wir machen das hier. Wir wählen Post-Processing aus. So, und suchen uns das allererste, wo die Höhe 0 ist und Shadow Intensity auf 0,1 oder was auch immer ihr haben wollt. Das müsst ihr kopieren. Kopiert es rüber zur Sonne. Und hier bei der Sonne ist ein Spezialfall. Die hat kein Orbit-Data und sie hat auch kein Terrain-Data, sondern eben nur die Atmosphäre, Achievement-Data und oben die Base-Data. Also gehen wir hier unten unter Fog, gehen 1 runter, löschen zweimal und dann fügen wir das Ganze ein. Haben wir das? Dann müssen wir hier Komma löschen. Gehen 1 nach unten, löschen 2. Dann müssen wir eine eckige Klammer zumachen, wegen hier oben, da bei Keys. Dann gehen wir nochmal 1 runter, machen nochmal 2 weg, machen nochmal eine eckige Klammer für oben bei Post-Processing, weil danach noch etwas kommt. Noch ein Komma. Und wenn wir es jetzt abspeichern und wieder rübergehen und außerdem natürlich, jetzt ist noch nicht passiert, wir gehen einmal zum Hauptmenü und laden die Welt neu. Und da seht ihr es, jetzt haben wir es in der gesamten Sonnenbereich quasi. Und mein Spiel funktioniert nicht mehr, ich kann nicht rauszoomen. Egal, ihr wisst, was ich meine. Das müsst ihr jetzt wiederholen für alle Planeten. Es gibt keinen Weg darum, ja. Ihr müsst es für alle Planeten, für alle Monde machen. Und wenn es eben kein Post-Processing vorher gibt, dann müsst ihr eben das einfügen, wie bei der Erde. Und zwar entweder über Orbit-Data oder eben über Achievement-Data hier bei der Sonne. Und dann klappt das auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Und das war's jetzt auch, ja, wir sind bei 11 Minuten. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann könnt ihr mal ein Like da lassen und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. In der nächsten Folge machen wir die Texturen, danach das Sonnensystem und dann tschüss.